Hallo liebe Internetzuschauer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FTL Faster Than Light. So, wir wollen in den nächsten Sektor. Mantis, das nehmen wir. Haben wir ja freie Auswahl. Eher hier so ein bisschen die Runde abfliegen. Da. Ja, das ist mal nicht schlecht. Erstmal hier hin. Ich will das Geld noch nicht ausgeben. Lieber mal aufheben. Mantis Scout! Mit dicken Waffen. Feuerfrei. So, mit einem Laser kann ich mich gerade so halten. Also mit einem Schild. Aber ich weiß nicht, ob es so schlau ist, jetzt so viel Geld gerade auszugeben. Im Moment kann ich ihn noch in Schach halten mit dem Einser-Schild. Ja, dann fliegen wir mal die Runde ab. Hier ist nichts. Da unten ist ein Store. Den nehmen wir sozusagen dann gleich auf der Rückreise mit. Hier ist auch nichts gewesen. Zwei Fahrkarten. Und jetzt hierhin. Oh. Auch nichts für uns. Haben wir im Store wenigstens was Lustiges. Ich kauf mal eine Drohnenkontrolle. Das ist eine für einkommende Raketen. Die braucht zwei. Achso, mir fehlt da nur die Energie. Wusste ich ja nicht. Dann könnte ich jetzt eine Defense-Drohne starten. Ist mir eigentlich auch recht. Dann jumpen wir erstmal weiter. Intruders, verdammt! Du Scheiße. Oh mein Gott, wie viel sind das denn? Vier Stück. Ja, die Türen halten sie sowieso nicht auf. Das Einzige, was ich machen kann, ist genau das. Ich verkrümmel mich mal besser. Armando geht mal hier hin. Und er geht mal besser eins tiefer. Das wird jetzt echt eng.
Wow. Nein! Ihr sollt dahin, dahin, dahin und jetzt dahin. Und nach mir die Sinnflut. Reparier bloß. Das Heilungsteil. Einer ist tot. Zwei. Oh, Gott sei Dank, sie sterben jetzt endlich. Und ich kann heilen. Oh. Das war ja ein Ding. Vier Stück. Das war ja unangenehm. Das wäre ja beinahe richtig ins Auge gegangen. Ich habe keinerlei Türverstärkung. Ich habe nichts, um mich zu schützen. Die rennen durch die Türen einfach durch. Kann ich jetzt Geld dafür ausgeben, mir eine Türverstärkung zu holen? Das ist die Frage. Eigentlich müsste ich mir mehr Schild holen. Ich glaube, ich muss sparen. Es hilft alles gar nichts. Eine automatisierte Drohne. Oh, sie ruft die Flotte. Oh, Gott sei Dank. Oh, Schild war genau rechtzeitig oben. Holla, die Waldfee. So, darauf. Ja. Wir müssen das Cockpit treffen. Genau, damit er nicht fliehen kann. Drohne ist getroffen. Und dann gehen wir jetzt auf den Antrieb. Sicher ist sicher. Alles klar. Treibstoff ist gut. Knete ist auch nicht verkehrt. Dann hätte ich erstmal einen zweiten Schild. Ich könnte auch auf eine Defense-Drohne umsteigen. Dann müsste ich irgendwo Energie abziehen. Ich glaube, das war jetzt eine gute Wahl. Nichts mehr weg hier. Nein, oder? Ein Intruder! Auf meinem Schiff! Da hat sich ein junger Mentes bei uns reingebeamt. Ah, da ist Gefangener. Und das Engi-Schiff, von dem er kam, die wollen ihn zurückhaben. Ehrlich gesagt, weigere ich mich, den Mann rauszugeben. Nein. Oh, das war eine Falle. Der Mentes hat sabotiert. Oh Mann, ich habe aber auch ein Glück. Ich habe aber auch ein Glück. Einen dicken Beam hat er da, Donnerwetter.
Also wir gehen erstmal volle Suppe aufs Waffensystem. Der hat nur ein 1er Schild. So, sein dicker Beam ist erstmal ausgeschaltet. Und damit sind seine Waffen erstmal ad acta gelegt. Das heißt, wir können mal einen vollen Volley aufs Schild geben. So, jetzt ist der Schild weg. Der nächste Treffer tötet ihn einfach. Verdammte Engie-Bomber! Gab aber Knete. Und zwei Treibstoff. Bin ich ja, ups, gar nicht verlegen drum. Wobei ich mir jetzt direkt ein besseres Türchen leisten kann, damit sie nicht so einfach durch mein Schiff durchlatschen, als ob's nix wäre. Na, hast du es bald repariert? Ah, ich hätte gern einen zweiten Mentes genommen. Schade. Na, ja, wir müssen schon Richtung Ausgang fliegen. Mit leeren Händen sozusagen. Viel Treibstoff gegen zwei Drohnenparts. Das ist doch kein guter Deal. Das kannst du abfragen. Nee, will ich nicht. Da ist jetzt ein Store, aber die Flotte ist zu nah. Ich habe eh kein Geld. In den nächsten Sektor. Einen zivilen Sektor. Das ist okay. Schauen wir uns den Zivilsektor an. Da kommen wir überall hin. Kommen wir auch überall weg. Keine Falle. Ja, wir fliegen mal ab, was geht. Ich müsste ein bisschen mehr... Pirat. Pirat ist gut. Gegen Pirat habe ich nichts. Was ist da gestartet? Etwa so eine scheiß Boarding-Drohne? Leck mich am Arsch. Was ist denn das hier? Defense 2. Gegen Projektile und... Oh. Meine Defense-Drohne ist gegen einen ankommende Raketen, Asteroiden und Flak. Und der hat ein Zweierschild. Das wird ja alles besser. Er hat mir meinen Antrieb ein bisschen sabotiert. Ich habe leider da wenig entgegenzusetzen. Seine Waffen gehen eigentlich. Ich glaube, schlimmer ist die Drohnenkacke. Also setzen wir mal alles erstmal so. Toll. So, seine Drohne müssen wir erstmal außer Gefecht setzen. Jetzt gehen wir mal auf sein Schild. Das scheint mir auch gerade mal sinnvoll. So, jetzt hat er noch ein 1er Schild. Will er natürlich sofort reparieren. Setzen wir gleich mal nach. Ach, trifft doch auch wie eine 1. So, jetzt aber gleich Feierabend mit dir, Freundchen. Der Schuss jetzt ist tödlich. Viel Treibstoff ist gut. Oh, sehr viel Knete ist noch besser. Armando, reparier das mal. So, jetzt habe ich endlich wieder ein bisschen Knete. Das heißt aber auch, ich könnte mir einen besseren Antrieb leisten. Ein
bin damit schneller. Sobald ich mit dem Antrieb weggesprungen bin, nehme ich eine Energie wieder raus und fahre wieder mein Schild hoch. Das ist eigentlich eine ganz gute Energiespartaktik. Weil für den Sprung zählt ja auch nur der volle Antrieb, wenn ich unterwegs bin. Also von daher eine völlig legitime Taktik. So, und Armando kriegt hier auch Erfahrung im Reparieren, sehe ich. Wunderbar. Trotzdem krebs mir wieder auf ein Minimum rum, ist so mein Eindruck. Aber immerhin. Saba ist hier gut dabei. 20% schneller schießen. Das war eine Ansage. Na, hier können wir nichts machen, oder? Ja doch, wir bieten dem Schiff mal unsere Hilfe an. Naja, gut. Dann fliegen wir mal dahin. Ja. Ein kleines Forschungsschiff. Da kriegen wir auch was. Eine Defense-Drohne. Also noch eine. Ist beides mal dieselbe. Okay. Für einen besseren Antrieb bräuchte ich 40. Fliegen wir mal hier hin. Mal hier, mal dahin. So, Sklavenhändler will natürlich einen unserer Clan-Mitglieder. Nein, das machen wir nicht. Hat keine Raketen. Brauchen wir auch keine Drohnen aktivieren. Nee, weißt du was, komm, der erste Volley geht dir auf den Schild. Dein Laser muss ich wohl aushalten. Ah, das war aber kein guter Treffer. Okay, ein Schild habe ich um 1 reduziert. Er trifft mich aber auch nicht schlecht. Na, so richtig gegen ihn ankommen tue ich schon nicht mehr mit meinem Waffensystem. Ja, und er trifft auch natürlich auch immer spektakulär in den Schild rein. Er bietet mir jetzt einen Mantis an. Einen zweiten Mantis an Bord. Ah, jetzt muss ich kämpfen mit mir.
Okay. Ich lass mich breitschlagen. Mentos ist doch geil. So. Der bewacht natürlich hier fett unsere Tür. Und das ist natürlich Mauro, der jetzt zu uns gekommen ist. Justin muss ich mal ein bisschen heilen. Armando auch. Sehr cool. Aber ich muss bald mal reparieren. Sonst geht's mir nicht mehr gut. Ah, ein Store. Das ist ein One-Way-Ticket. Das ist eine Todesfalle. Da können wir nicht hin. Schade. Schade. Gut, wir müssen in der nächsten Folge einen anderen Weg finden. Ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen hoch da. Gerne könnt ihr diesen Kanal abonnieren und gerne könnt ihr mitfliegen am Ende eines Runs, wenn ein neuer Run ansteht. Wie gesagt, mit der letzten Folge meldet euch gerne und dann schauen wir mal, ob ein Platz für euch frei ist. Also, bis dahin, macht's gut und viel Spaß im Netz. Tschüss.